Hallo und willkommen oder willkommen zurück. Im letzten Video sind wir von der Insel Senja mit der Fähre rübergefahren nach Andenes. Hier hatten wir für den nächsten Tag eine Walsafari geplant. Da das Wetter aber so schlecht war, wurde diese abgesagt und auf den nächsten Tag verschoben. Kurzerhand entschlossen wir uns, nicht noch einen Tag im Hafen zu warten und sind ein paar Kilometer weiter an den Strand gefahren und haben mal einen Tag nichts gemacht. Jetzt geht es wieder zurück zum Hafen und wir können eine Walsafari buchen. Das Wetter war zwar besser als am Vortag, aber es ging trotzdem noch ganz gut auf und ab. Und zwar nachher so schlecht, dass wir nur ein paar Schnappschüsse einfangen konnten. Auch wenn wir nicht viel gesehen haben, war es ein sehr schöner Tag und wir sind entschlossen, die Safari noch einmal zu machen. Nach der Safari sind wir noch für eine Nacht im Hafen geblieben. Am nächsten Morgen geht es weiter Richtung Stave, zu einem Campingplatz mit Hotpools und Sauna, auf dem wir den Tag verbrachten. Die nächste Etappe bis zum Übernachtungsplatz ist 228 Kilometer lang.
Zwischendurch werden wir noch von einer Schafpatrouille angehalten. Leider hatten wir kein Gras dabei. Trotzdem ließ man uns weiterfahren. Viele denken sich jetzt, bei dem Regen hätte ich aber abgebrochen und ab Richtung Sonne. Für uns spielt das Wetter keine so große Rolle im Urlaub. Schreibt mal in die Kommentare, wie ihr das so seht. Über die Camping-App haben wir einen schönen Platz am Wasser gefunden und wir verbringen den Rest des Tages mit Angeln und Fotografieren. Die besten Bilder seht ihr gleich. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Video.